Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Ja, die Entscheidung für die Wärmepumpe kommt immer näher. Ihr habt es ja gesehen, die Zuschüsse sind auch schon klar und ich weiß, was es ungefähr kostet. Und ich hatte ja diese Lambda-Wärmepumpe im Kopf. Jetzt habe ich aber noch so einige Fragen noch gehabt, gerade auch, wo kommt diese Rieseneffizienz her? Und habe gedacht, ja, vielleicht sprechen wir einfach mal mit jemandem, der das wirklich wissen muss, und habe jetzt tatsächlich hier in der Zoom-Konferenz den Florian Endleitner, einen der beiden Geschäftsführer von Lambda. Hallo, Herr Endleitner. Ja, hallo, Herr Brücklein. Sind Sie eher so ein Betriebswirtschaftler oder sind Sie eher ein Techniker? Na, wir sind eigentlich beide Techniker, also mein Kollege oder mein Partner Florian Fuchs und ich, wir kommen beide aus der Technik. Und ja, Anfang 2019 haben wir dann gesagt, okay, Luftwärmepumpen, da gibt es noch ein gutes Potenzial, was man nutzen kann an Effizienz. Mhm. Und deswegen haben wir dann die Lambda-Wärmepumpen gegründet. Das ist natürlich genau schon das richtige Stichwort, ein Potenzial an Effizienz. Wenn man in die Presse reinschaut, dann heißt es überall Lambda-Wärmepumpen, die schlagen den Markt um, keine Ahnung, 15-20%, vielleicht sogar noch mehr. Das interessiert mich natürlich, wie soll das überhaupt gehen? Und vielleicht, da ich ja als dieser Dad immer so ein bisschen der Laie auch bin, ich habe mich ein bisschen vorbesprochen mit dem Professor Ganteföhr, der zumindest von der physikalischen Seite ja der Fachmann sein sollte, aber ich bin eigentlich Laie. Wo sind denn bei einer Wärmepumpe die Stelle, wo man optimieren kann? Also an was hatten Sie damals gedacht vor allem? Ja, das große Thema bei Luftwärmepumpen ist insbesondere der Wärmeübergang von der Luft auf das Kältemittel. Also das heißt, dieser Luftwärmetauscher, wo eben die Luft abgekühlt wird, Wärme abgibt und diese Wärme wird dann vom Kältemittel eben aufgenommen. Und da geht es darum, wie gut geht dieser Wärmetransport. Da haben wir eben gesehen, okay, im Markt braucht man ungefähr so 8 bis 12 Grad Temperaturunterschied. Also das Kältemittel muss kälter sein wie die Luft natürlich, dass die Wärme fließt. Mhm. Und eben wir haben durch eine spezielle Strömung in den Kupferrohren des Wärmetauschers haben wir es dann geschafft, diese Temperaturdifferenz auf 3 Grad Celsius, also 3 Kelvin, runterzudrücken. Und dadurch muss der Kompressor dann einfach weniger leisten. Und damit steigt die Effizienz. Und auch bei kalten Temperaturen braucht man praktisch, ist der Unterschied geringer, den man hat und braucht. Genau. Also wenn es jetzt minus 5 Grad hat und das Kältemittel muss dann nur minus 8 Grad haben, dann ist es natürlich besser, wie wenn man das Kältemittel da auf minus 13 Grad runterkühlen muss, mehr oder weniger, damit das Wärme aufnimmt. Sie sprechen jetzt von dem Wärmetauscher und dem Fluss, der dort stattfindet. Können Sie es noch ein bisschen genauer sagen, was da passiert? Das Kältemittel nimmt die Wärme von der Luft auf und dazu benötigt es einen Luftwärmetauscher. In diesem Luftwärmetauscher, das kann man sich vorstellen, das sind ganz dünne Aluminiumlamellen, wo dann die Luft vorbeiströmt. Und diese Aluminiumlamellen sind dann eben mit vielen Kupferrohren verbunden und in diesen Kupferrohren befindet sich dann das Kältemittel, das die Wärme aufnimmt. Und das Kältemittel nimmt Wärme auf, indem es verdampft. Vorher ist es flüssig bei minus 5 Grad zum Beispiel und danach ist es gasförmig bei minus 5 Grad Celsius. Das ist eigentlich dann der Prozess, wo dann die Energie aufgenommen wird von der Außenluft. Und je feiner diese Lamellen sind, desto besser kann die Wärme übergehen. Ja, aber eben unser Ansatz war eigentlich, im Kupferrohr gibt es verschiedene Strömungsprofile, also der Wechsel zwischen flüssig auf gasförmig, da gibt es dann verschiedene Strömungsprofile, die da durchlaufen werden und einige sind eben besser für den Wärmetransport und andere sind eben sehr schlecht für den Wärmetransport. Und da haben wir es geschafft, ja, einen 4- bis 6-fach besseren Wärmeübergang zu schaffen. Und dadurch ergeben sich dann auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit den Lamellen näher zusammenfährt und so weiter, weniger Druckverlust für einen Ventilator und so weiter. Also da kann man dann sehr viel optimieren und dadurch ergibt sich dann eben diese gute Effizienz beziehungsweise dieser geringe Temperaturunterschied zwischen Luft- und Verdampfungstemperatur, also Kältemitteltemperatur. Also es ist eine physikalische Optimierung sozusagen, nicht an einer Software-Schraube irgendwas gedreht oder wie die Dieselabgaswerte plötzlich besser waren oder so. Nein, also das ist reell. Genau. Genau, weil das ist ja so ein bisschen natürlich die Skepsis. Ich habe gerade im letzten Video habe ich eben erfahren, dass Wärmepumpen ja auch für die Förderung in Deutschland bestimmten Scope eben aufweisen müssen, der jetzt, glaube ich, gerade von 2,7 auf 3 hochgesetzt wird, damit sie überhaupt zuschussfähig sind. Jetzt haben Sie ja einen weitaus höheren Scope. Ich glaube, wo liegt der? Bei
Ja, zwei Angaben gibt es. Es gibt einmal 5,7 für Fußbodenheizung und 4,5 für Heizkörperanwendung. Ah ja, 4,5. Also in meinem Fall, weil ich habe Heizkörperanlagen, genau. Wie wird denn das überhaupt ermittelt? Also kann man sich das selber ausrechnen als Hersteller und einfach mal draufschreiben? Oder gibt es da ein schönes, genormtes Verfahren, auf das man sich auch verlassen kann? Ja, also das ist sehr genau definiert eigentlich, dieser SCOB. Also der SCOB selber, das ist ein Rechenwert, aber ein Rechenwert, wo die Berechnung ganz genau vorgegeben ist und wo dann eben Messwerte dahinter sind. Also SCOB heißt Seasonal Coefficient of Performance. In der Praxis läuft es so ab, man fährt da zum Prüfinstitut hin, macht da seine EAPA-Gütesiegelprüfung zum Beispiel, damit man überhaupt förderfähig werden kann. Mhm. Da ist dann eben das Prüfprozedere, dass zum Beispiel für den SCOB bei Niedertemperatur und mittlerem Klima, da werden dann insgesamt 5 Prüfpunkte durchgefahren von minus 10 Grad bis plus 12 Grad. Und eben für Fußbodenheizungsanwendung, also bis maximal 35 Grad Vorlauftemperatur. Und dann werden diese Prüfpunkte genommen und dann wird dazwischen immer interpoliert. Über das Ganze wird dann eben eine Klimaregion dann drüber gelegt, also die Stunden im Jahr, wie oft hat es jetzt minus 10 Grad, wie oft hat es minus 9 Grad. Und da ist zum Beispiel das mittleres Klima, bedeutet da die Klimaregion Straßburg. Und dann kommt eben so ein Jahres-COB raus, also wie viel habe ich dann im Jahr mehr an Wärme, wie ich an elektrischer Energie reingesteckt habe. Also der COP ist praktisch immer ein einzelner Punkt und der SCOP ist dann praktisch die übers Jahr gerechnete Zahl. Und das ist so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, wie jetzt bei meinem Elektroauto mit dem nach WLTP, die Reichweite. Wenn ich jetzt immer nur 80 fahren würde, würde ich wahrscheinlich viel weiter kommen. Da ich aber auch mal 120 fahre und es kalt ist, komme ich lange nicht so weit. So ungefähr kann ich mir das vorstellen, oder? Genau, das ist einfach ein standardisiertes Verfahren natürlich, was eben auch im Labor gemessen wird. Das ist eine Klimakammer. Da kann man jetzt auch nicht alles damit abbilden, aber es ist ein recht guter Näherungswert. Eben zum Beispiel Heizkörperanwendung, da geht man davon aus, dass man bei minus 10 Grad Außentemperatur 55 Grad Vorlauftemperatur braucht. Hm. Wenn man jetzt ein Gebäude hat und Heizkörper, wo man dann mit maximal 45 Grad durchkommt, was es sehr oft gibt, dann wird man sogar eher drüber sein. Hm. Wenn man jetzt mehr Temperatur benötigt, dann wird es dann eher wieder runtergehen. Also es ist ein sehr guter Vergleich zwischen den Herstellern. Ungefähr, wenn man halbwegs in dem Rahmen bleibt, dann kann man es auch schon verwenden als Näherungswert, was man dann auch verbrauchen wird. Und wenn es jetzt dann irgendwo abweicht, wenn jetzt einer bei Heizkörper, was weiß ich, 3,5 braucht, dann kann man sich anschauen, woran das liegt. Das kann dann auch wieder ganz viele Gründe haben, zum Beispiel eben die Hydraulik, die Einbausituation und so weiter. Also meistens liegt es dann eher an dem, oder wenn es zu viele Schalthäufigkeiten gibt, da liegt dann eher meistens das Thema. Da ist eigentlich so eher meine Sorge als ganz normaler Hausbesitzer. Ich will ja nicht Experte werden fürs Heizen eigentlich und da ständig dran rummachen. Und da muss ich einfach hoffen, dass es jemand einbaut und macht, der was davon versteht. Vielleicht aber nochmal, weil wir bei dieser schönen Temperatur waren. Jetzt ist es ja in Konstanz gar nicht oft sehr kalt. Es ist dafür aber sehr neblig. Also ich habe oft wenig Sonne, was schlecht ist, weil ich eigentlich mit der Photovoltaikanlage ganz gerne auch Strom dazu erzeugt hätte. Wie ist das bei der Wärmepumpe? Kann man das so sagen? Je kälter es wird, desto schlechter ist die Effektivität oder Effizienz? Ja, das kann man schon so eins zu eins sagen. Aber Sie haben es eh schon richtig gesagt. Also die Feuchte macht schon auch ein bisschen was aus, weil Luftwärmepumpen müssen dann eben immer wieder mal abdauern. Und das größte Problem ist eigentlich dann knapp unter 0 Grad. Und wenn es halt übersättigten Nebel hat, also wirklich über 100% Luftfeuchte, dann hat man eben recht viele Abdauzyklen. Ich sage jetzt so stündliche Abdauzyklen können da vorkommen. Dann mindert es auch ein bisschen die Effizienz. So irgendwo 5% oder so muss man dann auch wieder wegrechnen. Das heißt, da ist ein bisschen so ein Einbruch drin und dann geht es wieder kontinuierlich nach. Wenn Sie jetzt gerade sagen, dann friert es ein, wie wird es dann abgetaut? Das ist eine Prozessumkehr, das heißt die Wärmepumpe, die schaltet dann ganz kurz eben in den Abtaubetrieb. Mhm. Das heißt, man kühlt das Heizungswasser ab und im Gegenzug heizt man den Luftwärmetauscher auf. Mhm. Das dauert circa so 3 bis 4 Minuten. Und dann ist das wieder alles eisfrei und die Wärmepumpe schaltet dann wieder sofort in den Heizbetrieb zurück. Nimmt also wärmeres Wasser aus dem Heizsystem und macht damit die Wärmepumpe wieder flott, so
Ja, genau. Also im Normalbetrieb ist es ja so, man kühlt die Luft ab und heizt das Heizungswasser auf. Und dann im Abtaubetrieb ist es genau andersrum. Man heizt den Luftwärmetauscher auf, da wo das Eis drauf ist, das schmilzt dann. Und im Gegenzug muss man dann eben das Heizungswasser abkühlen. Eine elektrische Heizung gibt es auch noch zur Sicherheit. Ja, das ist eben auch eine optionale Sache. Aber zum Beispiel bei uns ist das in der Hydraulikstation fix fertig so verbaut, wo eben dann auch ein so ein elektrischer Nachheizer dabei ist. Das ist eher eine Auslegungssache, wenn man sagt, okay, man braucht jetzt zum Beispiel für ein Gebäude, was 15 kW benötigt und man will aber nur eine 13 kW Wärmepumpe einbauen, dann kann es eben sein, dass bei minus 10 Grad oder drunter zu wenig Leistung da ist und dann müsste dann eben immer wieder mal der Heizstab dazu heizen. Was ja auch noch auffällt, ist, dass das ein Monoblocksystem ist, also ein richtiger Kühlschrank, der da vorm Haus steht. Bei anderen stehen ja eher so kleine Ventilatoren. Was ist denn der Vorteil davon? Warum haben Sie sich dafür entschieden? Der Vorteil ist vor allem, dass man in der Produktion, man kann die Wärmepumpe komplett fertig produzieren, dann ausliefern und draußen im Feld gibt es dann nicht mehr viele Möglichkeiten, wo es dann Probleme geben kann. Also bei einem Splitgerät ist es so, man hat ja zwei Bauteile, einmal das Außengerät und das Innengerät und die komplette Wärmepumpe wird dann erst vor Ort dann fertiggestellt, wird vakuumiert und mit Kältemittel befüllt. Und das ist dann schon ein Arbeitsschritt, da kann eben auch recht viel schief gehen oder kann zumindest nicht so professionell durchgeführt werden, wie es jetzt in der Produktion passieren kann, weil es eben eine Baustelle ist. Und Sie haben dieses große Gerät draußen, was bedeutet, dass der Ventilator auch groß ist und damit eben vielleicht auch das der Grund ist, dass es ein relativ leises Gerät ist, oder? Ja, genau. Also beim Schall, da haben wir uns auch entschieden, dass wir einen sehr großen Ventilator einsetzen, der dafür dann eben mit ein bisschen weniger Drehzahl betrieben werden kann. Und das ist dann besser, wie wenn man jetzt einen kleinen Ventilator hat, der dann eben auf Volltor laufen muss, damit er die Luftmenge durchbringt. Es gibt natürlich da immer zwei Fragen oder zwei Bedenken. Das eine ist, wie weiß ich bei so einem Produkt, was es erst seit 3, 4 Jahren auf dem Markt gibt, dass es auch wirklich eine Weile hält? Ja, also im Prinzip, es gibt bei Wärmepumpen gar nicht so viele Verschleißbauteile. Also es gibt da natürlich die Elektronik, was man immer irgendwo hat, also Leistungselektronik und Regelelektronik und was weiß ich, irgendwelche Fühler. Das hat man fast in jedem technischen Gerät und das sind auch Standardprodukte. Und dann gibt es eben den Kompressor noch als drehendes Bauteil, was dann irgendwann ausfallen könnte. Aber da muss man auch sagen, da geben die Hersteller, die machen da schon recht gute Langzeittests und Der ist ja nicht von Ihnen der ist hergestellt. nicht von uns, genau, das ist ein Standardprodukt, das ist dann auch so erhältlich im Kältegroßhandel. Und der Ventilator ist auch dasselbe, das ist dann auch ein drehendes Bauteil in der Wärmepumpe und der wäre jetzt dann auch vom Hersteller verfügbar. Wie kann ich davon ausgehen, dass es sie in 15 Jahren noch gibt, wenn meine Maschine einen neuen Ventilator oder einen neuen Kompressor braucht? Das Problem haben eigentlich alle Firmen, egal ob sie klein oder groß oder jung oder alt sind. Im Moment haben wir eben sehr starkes Wachstum, sehr starke Nachfrage und wir sind auch sehr gut aufgestellt. Wenn es wirklich so sein sollte, dann sind eben, wie gesagt, die Bauteile auch über den Kältegroßhandel verfügbar und dann wäre die auch noch zu reparieren, die Wärmepumpe. Aber also von dem gehen wir jetzt mal natürlich überhaupt nicht aus. Im Moment geht es eigentlich in die andere Richtung. Sehr gut, vielleicht noch ein paar Fragen am Schluss zum Praktischen. Die erste ist, ja, ich soll doch einen Heizstab einbauen, damit ich das Heizungswasser im Sommer dann, nee, Quatsch, das Warmwasser im Sommer mit der PV-Anlage beheizen kann und dann kann ich dann die Wärmepumpe ausschalten und dann spare ich Taktungen und dann hält sie länger. Was sagen Sie dazu? Ich würde es eher mit der Wärmepumpe machen, aber es ist dann auch irgendwo eine Geschmackssache. Beim Heizstab ist ja wirklich dann 1:1 die Umsetzung und im Sommer Warmwasserbereitung, ja, da ist man irgendwo 1:3, 1:4 oder sowas. Also sie sparen sich dann 3/4 an Strom, den sie dann irgendwo anders einsetzen können oder schlimmstenfalls verkaufen, dann haben sie auch noch mehr davon. Und jetzt von der Belastung von der Wärmepumpe,
ist jetzt nicht so wahnsinnig. Also die macht halt dann einmal am Tag für eine Stunde Warmwasser. Das geht jetzt nicht wahnsinnig auf die Lebensdauer. Und die zweite Sache, da weiß ich nicht, ist es auch eine Geschmackssache, das scheint mir ein Streit zu sein, die Frage des Pufferspeichers. Wie gesagt, dieser Dad ist kein Experte, aber ich stelle es mir halt so vor, wenn man jetzt im Winter, man hat Sonnenschein und man will abends warm haben und tagsüber hat man aber Sonne, jetzt muss ja irgendwo die Wärme hin, also würde man einen Pufferspeicher machen, dass die Wärme tagsüber in den Sonnenstunden dann da schon mal gespeichert wird und dann man nicht so viel Strom braucht, um abends zu heizen. Das habe ich wahrscheinlich ungefähr so richtig verstanden, ne? Und das natürlich, weil man ja auch Warmwasser braucht mit einem Kombispeicher in Verbindung, damit man Warmwasser und Pufferspeicher in einem hat. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Lohnt sich das für die paar Tage und Stunden im Jahr, wo man wirklich dann diesen Überschuss, vor allem habe ich den Überschuss, also ich verbrauche ja auch Strom, ich habe da noch ein E-Auto, also die Frage ist, lohnt sich das, habe ich so viel Überschuss so oft, dass ich wirklich das in einem Speicher zwischenpuffern kann oder ist es eigentlich egal? In Kombination mit einer PV-Anlage macht schon Sinn, dass man einen Speicher hat. Es kommt eben wirklich ganz stark auf die also auf die Situation drauf an. Auch das Thema Kombispeicher oder normaler Speicher, Also zwei Speicher dann praktisch. Zweispeichersystem, da hat man dann eben im Sommer dann den Vorteil, dass man eben auch das zweite Speichervolumen mehr oder weniger gleich nutzen kann also sonst würde das ja stehen, wenn man nur einen Heizungsspeicher hat, den braucht man im Sommer nicht. Das heißt, das ist eigentlich totes Volumen. Also in Kombination mit einer PV-Anlage macht das auf jeden Fall Sinn. Natürlich, wenn Sie jetzt da Batteriespeicher und sowieso den Strom verbrauchen, muss man schauen, ob das dann auch wirklich Sinn macht. Aber beim Kombispeicher ist eben das Thema. Man bekommt da schon sehr gute Effizienzen raus und auch teilweise sogar bessere Effizienzen wie jetzt mit zwei Speichern. Man muss einmal auf das Fabrikat schauen, dass man da jetzt nicht irgendwas kauft, wo dann die Schichtung da nicht passt. Und auch der hydraulische Anschluss ist da ganz entscheidend, damit wirklich auch oben das Warmwasser ist und unten die Heizung und da zwei Temperaturniveaus ausgebildet werden und da nicht das alles eine Temperatur hat, schlussendlich mit 55 Grad. Ganz herzlichen Dank, Herr Endleitner. Das ist natürlich sehr komfortabel, dass ich mal direkt mit Ihnen sprechen durfte. Ja, vielen Dank, ja. Danke. Ja, ich hoffe, auch euch hat dieses Gespräch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt ein Like für dieses Video, kommentiert unten vielleicht auch eure Erfahrungen zu diesem Thema. Lasst mir bitte schön ein Abo da und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Tobias.